Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck Colgate Palmolive. Gleich erfahrt ihr, wie viel Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, Colgate Palmolive ist ein Konzern, der sich vor allem auf die Herstellung von Drogerieartikeln spezialisiert hat. Die Konsumgüterprodukte der Firma sind weltbekannt. Zu den wichtigsten Marken der Firma zählen zum Beispiel Colgate Palmolive, Elmex, Aronal und Dentagard. Das Unternehmen wurde bereits 1806 gegründet. So, bevor es losgeht mit dem Check noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Hat die Aktie einen hohen Börsenwert und kommt aus einem wirtschaftlich starken Land? Also die Aktie kommt aus den USA und hat aktuell einen Börsenwert von ca. 55 Milliarden Euro. Damit ist beides erfüllt und es gibt einen vollen Punkt von mir. Das zweite Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das trifft zu bei Colgate Palmolive, und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren von 1,14 Dollar auf 1,75 Dollar je Aktie angestiegen. Und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung. Und das gibt von mir daher einen vollen Punkt. Das dritte Kriterium. Wie groß war der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? Also in der Finanzkrise hat die Aktie nur ca. 32% an Wert verloren. Und das ist im Vergleich zu anderen Aktien wirklich sehr gut. Und damit gibt es hier von mir einen vollen Punkt. Dann zum vierten Kriterium. Wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Und hier hat die Aktie nach aktuellem Stand ca. 67% zugelegt. Und hier gebe ich einen halben Punkt. Dann zum fünften Kriterium. Wie hoch ist die Schuldenquote? Und die lag im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 bei 38%. Damit haben wir hier eine Eigenkapitalquote von 62%. Und das ist ein sehr guter Wert in meinen Augen. Und damit vergebe ich hier einen vollen Punkt. Dann zum sechsten Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Geschäftsjahr? Also in 2019 gab es hier einen Gewinn je Aktie von 2,75 Dollar. Der ist dann im letzten Jahr angestiegen auf 3,14 Dollar je Aktie. Und auch für die Zukunft schaut es ja ganz gut aus. Denn für 2021 erwarten Analysten momentan einen Anstieg auf 3,23 Dollar je Aktie. Und damit gibt es hier auch einen vollen Punkt von mir. Dann zum letzten Kriterium. Liegt das aktuelle KGV unter 30 und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer? Also das aktuelle KGV auf Basis der Gewinnschätzung für 2021 liegt bei 23. Also damit liegt das KGV noch unter der 30er Marke. Und damit gebe ich hier auch nochmal einen vollen Punkt. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis. Und hier holt Colgate Palmolive in meinem Sicherheitscheck insgesamt 6,5 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten, also fast die volle Punktzahl. Und damit landet die Aktie meiner Sicherheitscheckampel auch auf der besten Stufe. Dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem 7-Punkte-Sicherheitscheck. Und hier landet Colgate Palmolive momentan mit den 6,5 erreichten Punkten auf dem zweiten Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und die Rangliste könnt ihr übrigens jederzeit auf meiner Website abrufen. Den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, jetzt analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder. Und hier seht ihr mal zum einen die schwarze Linie. Das ist der Verlauf des Kurses von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Also Anfang Oktober 2021. Beziehungsweise fast Mitte Oktober 2021. Und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie. Das ist der Verlauf des Fernwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und hier können wir jetzt erkennen, dass aktuell der Kurs leicht unterhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan leicht überbewertet zu sein. So, das war es dann auch wieder mal. Und dann zum Abschluss noch der Hinweis. Mein Check gibt nur eine Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.